bin eigentlich gar kein Fan davon, sich Neujahrsvorsätze vorzunehmen, da ich der Meinung bin, dass wir uns zu jeder Zeit im Jahr Ziele setzen sollten. Trotzdem weiß ich aber, dass das Ende eines Jahres und Anfang eines neuen Jahres ein guter Zeitpunkt ist, sich darüber mal Gedanken zu machen. Deswegen noch heute ein Video zum Thema Ziele setzen. Ich werde euch heute mal bei dem Prozess, wie ich meine Ziele setze, mitnehmen und euch so in 6 bis 7 Schritten zeigen, wie ich das Ganze mache bei einem neuen Jahr. Und vor allem, wie ich meine Ziele setze, dass ich sie auch wirklich erreiche und dass es nicht nur irgendwelche leeren Versprechen sind, die ich mir mache. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr dieser Videos und jetzt erstmal viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Was ich zuerst gemacht habe, ist 2020 zu reflektieren, also mich hinzusetzen und mir jeden Aspekt meines Lebens anzugucken und zu überlegen, was habe ich dieses Jahr so erreicht, was habe ich gemacht und wie kann ich mich verbessern. Dazu habe ich, wie gesagt, alle Aspekte meines Lebens erstmal aufgeschrieben und zwar hatte ich da Schule, dann Sprachen lernen, dann hatte ich YouTube und generell Social Media, mentale Gesundheit, dann auch noch meine körperliche Gesundheit und dann auch die Kategorien Beziehungen und auch Challenging Myself, also irgendwie so, dass ich mich selbst herausfordere, um einfach selbst zu wachsen und mich so ein bisschen uncomfortable zu fühlen, um daran dann aber auch zu wachsen. Das war auch eine Kategorie bei mir. Und ich habe mir überlegt, was habe ich dieses Jahr schon erreicht und wie ist das Ganze so gelaufen dieses Jahr und vor allem, wie kann ich mich dann das nächste Jahr 2021 verbessern. Danach würde ich euch raten, euch hinzusetzen und zu scripten. Ich würde sagen, Scripting ist eine Art und Weise, Tagebuch zu schreiben. Und zwar ist es das Tagebuchschreiben aus der Zukunft. Das heißt, du tust so, als wäre 2021 schon zu Ende und setzt dich hin und schreibst auf, wie du dich fühlst und was du erreicht hast, was du geschafft hast. Genau, und du schreibst sozusagen Tagebuch schon aus der Zukunft. Natürlich sollte das Ganze jetzt positiv sein und nicht irgendwie negativ sein, sondern solltest wirklich von deinen Wins dieses Jahr, also von deinen Erfolgen reden und von deinen positiven Gefühlen, würde ich mal sagen. Und diese kleine Visualisierungsaufgabe hilft dir einfach sehr, eine Vision für dein Leben herauszufinden und zu wissen, beziehungsweise uns herauszufinden, wo möchte ich eigentlich im Leben stehen und wie möchte ich mich vor allem auch Ende des Jahres fühlen. Und auch da würde ich wieder verschiedene Aspekte eingehen, sei es jetzt Schule, sei es Arbeit, sei es deine Beziehungen zu anderen Menschen oder auch zu dir selbst oder auch andere Hobbys und so weiter, was dir einfach wichtig ist in deinem Leben. Dann eine Sache, die mir erst dieses Jahr eingefallen ist, was ich eventuell mal machen könnte, ist mir ein Guiding Word für ein Jahr zu nehmen. Das ist einfach, dass ich mir ein Wort überlege, was mein Jahr beschreiben soll. Und ich habe mir ein Wort überlegt, mir war noch nicht ganz sicher, ob ich dabei auch bleiben würde, aber ich denke mal, mein Wort für 2021 wird Simplicity sein. Und ich werde einfach versuchen, diese Einfachheit in mein Leben ein bisschen zu integrieren und danach mich zu richten so ein bisschen. Also ich finde es, glaube ich, ziemlich schwer, mich nur auf ein Wort zu begrenzen. Deswegen vielleicht sage ich, das wird so das Wort sein für die ersten 3 Monate. Vielleicht werde ich aber auch jeden Monat nochmal ein anderes Wort aussuchen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das handhaben werde. Aber es ist auf jeden Fall eine Idee, sich so ein Wort auszudenken für ein Jahr. Und bevor ich dann angefangen habe, mir richtig meine Ziele zu setzen, habe ich mir überlegt, wie möchte ich mich eigentlich nächstes Jahr fühlen? Und da habe ich mir einfach ein paar Adjektive aufgeschrieben, wie ich mich fühlen möchte in diesem Jahr. Denn ich möchte auf jeden Fall meine Ziele nach diesen Gefühlen richten. Denn ich glaube, dass auch jedem Ziel, beziehungsweise jeder Aufgabe und jeder Gewohnheit und ja, einfach jedem Ziel, dass wir uns überlegen, ein Gefühl folgt, das wir eigentlich erreichen wollen. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich mir dann nochmal alle Aufgaben sozusagen angeguckt und geguckt, was habe ich jetzt aufgeschrieben in meinem Tagebuch, was habe ich aufgeschrieben bei meinen Adjektiven oder auch mein Wort für das nächste Jahr. Habe es alles mal so ein bisschen reflektiert und überlegt, was kann ich daraus sozusagen ziehen und welche Ziele resultieren daraus. Und dann habe ich diese Ziele in Smart Goals umgeschrieben, wenn man das so nennen kann. Smart Goals, also schlaue Ziele, bedeutet, dass die Ziele specific, measurable, achievable, relevant and time-bound sind. Aber keine Sorge, dann zu dem Thema Smart Goals möchte ich auf jeden Fall noch mal mehr machen und auf jeden Fall dazu noch mal ein ganzes Video machen, um euch das ganze Prinzip noch mal näher zu bringen und besser zu erklären. Aber nur damit ihr schon mal gehört habt, das sind die Smart Goals. Als ich mir dann meine ganzen Ziele überlegt habe, habe ich dann versucht, diese Ziele runterzubrechen. Denn viele dieser Sachen könnte man auch irgendwie so ein bisschen als Lebensziele sehen oder auch Ziele, die ich vielleicht in den nächsten 5 Jahren oder so erreichen möchte. Und ich musste mir erstmal überlegen, was kann ich eigentlich wirklich realistisch in einem Jahr, also in 12 Monaten erreichen und was kann ich wirklich nur in dieser begrenzten Zeit schaffen. Nachdem ich dann realistisch überlegt habe, was ich in einem Jahr schaffen kann, habe ich mir überlegt, was kann ich eigentlich Nachdem ich dann überlegt habe, was ich in einem Jahr schaffen kann, also was ich nächstes Jahr alles erreichen kann, habe ich mir überlegt, was kann ich denn in 3 Monaten schaffen und habe mir das Jahr einfach in 4 Kategorien aufgeteilt, beziehungsweise nicht Kategorien, aber in 4 Bereiche eingeteilt und habe dann überlegt, was kann ich wann in welchem Bereich schaffen und erledigen. Mich persönlich motivieren diese 90-Tage-Ziele viel mehr als diese 1-Jahr-Ziele, weil wenn ich überlege, das Ganze muss irgendwie in einem Jahr erreicht sein, sage ich mal, wirkt das Ganze aber noch extrem weit weg und wenn man das Ganze sich runterbricht, immer weiter runterbricht, wirkt das Ganze schon mal viel realistischer. Und aufgrund dieser Tatsache kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt, der aussagt, dass du das Ganze noch weiter runterbrechen solltest. Und zwar mache ich das sehr gerne in
Wochen? Also was kann ich jede Woche machen, um dann in 90 Tagen dieses Teilziel zu erreichen, um dann nach einem Jahr mein Endziel zu erreichen. Und wenn du dann deine wöchentlichen Aufgaben rausgesucht hast, würde ich dir empfehlen, das Ganze wirklich als Gewohnheit irgendwie festzulegen und zu sagen, das mache ich immer in meine Abend- oder Morgenroutine oder die vielleicht auch richtige Abend- und Morgenroutine design und so weiter. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ich möchte Ende des Jahres 21 Bücher gelesen haben, das ist nämlich eins meiner Ziele, dann würde ich mir überlegen, was kann ich jede Woche machen, also wie viel muss oder möchte ich dann jede Woche lesen und wie viel möchte ich dann jeden Tag lesen. Denn jetzt können wir auch schon zum fünften Punkt, und zwar ist das Ganze in Tage runterzubrechen. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist das Jetzt, also was du jetzt gerade machst. Und ich mag es sehr gerne, mich immer zu fragen, was kann ich heute machen, was kann ich genau jetzt machen, um näher an meine Ziele ranzukommen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, diese Ziele wirklich auch in Tage oder zumindest mindestens halt in Wochen runterzubrechen, um nicht irgendwie zu sagen, nächstes Jahr möchte ich 21 Bücher gelesen zu haben. Das wirkt einfach sehr, sehr weit weg und noch nicht erreichbar und nicht realistisch irgendwie. Und als ich mir dann all das aufgeschrieben habe, meine Ziele schon vor Augen hatte, habe ich mir so einen kleinen Zettel hier ausgedruckt, wo noch einige Sachen oder einige Fragen zu meinen Zielen draufstehen, die ich noch gerne eher beantworten würde. Und zwar möchte ich erst aufschreiben, was mein Ziel natürlich ist, dann sozusagen das Enddatum, was eigentlich bei den meisten Zielen der 31. Dezember ist, also direkt ja Ende des Jahres sofort. Dann habe ich noch aufgeschrieben, warum das Ziel für mich wichtig ist und welche meine Eigenschaften mir helfen werden, das Ziel zu erreichen, um mich einfach daran zu erinnern, dass ich in der Lage bin, das zu erreichen. Und dass ich sozusagen schon alles in mir habe, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. Dann habe ich noch einige Hindernisse aufgeschrieben, die möglicherweise entstehen können und wie ich dann darauf reagieren möchte. Wenn ich zum Beispiel ein Ziel vor Augen habe, aber schon weiß, dass dieses Hindernis aufkommen könnte und mich an meinem Ziel zu hindern, dann kann ich mir überlegen oder schon vorausplanen, wie ich dann darauf reagiere und wie ich das Ganze handhaben möchte, um dann nicht in der Situation erst zu sein, sondern schon davor zu wissen, wie ich damit umgehen kann und möchte. Dann habe ich noch den Punkt, was gut sein wird beim Erreichen meines Zieles. Also einfach nochmal so eine Motivation, warum ich das Ganze überhaupt erreichen möchte. Und da habe ich noch aufgeschrieben, die 5 nächsten Schritte, die ich machen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Also die 5 Baby-Steps, würde ich mal sagen. Und der 7. Punkt auf meiner Liste ist, ein wöchentliches Meeting mit dir selbst zu haben. Was vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt erstmal, aber es geht vor allem darum, selbst zu reflektieren, zu gucken, wie befinde ich mich gerade und mache ich das Ganze gut, was kann ich verbessern und so weiter. Wie du vielleicht weißt, habe ich eine Sonntagsroutine. Du kannst dann nochmal hier vorbeigucken bei dem Video, wie ich nochmal alles ganz genau erkläre, was ich jeden Sonntag so mache. Und ein großer Teil bei meiner Sonntagsroutine ist auf jeden Fall das Reflektieren und Planen auch der nächsten Woche, aber wie gesagt auch das Reflektieren meiner alten Woche. Und ich setze mir immer kleine Ziele für jede Woche und kleine Prioritäten auch für jede Woche und gucke dann am Ende der Woche, wie gesagt, schon, was habe ich gut gemacht und wie kann ich mich verbessern. Und wie ich jetzt öfter schon gesagt habe, ist es auf jeden Fall wichtig, nicht nur dieses große Endziel vor Augen zu haben, was ich wirklich am 31. Dezember 2021 erreicht haben möchte, sondern wir sollten uns immer fragen, was kann ich heute machen, was kann ich diese Woche machen, um an mein Ziel näher ranzukommen. Und ich glaube, mit einem wöchentlichen Meeting würde das Ganze ziemlich gut funktionieren. Falls du Lust hast, deine Ziele mit uns zu teilen, kannst du diese sehr gerne in die Kommentare schreiben und ich freue mich sehr auf diesen Austausch in den Kommentaren. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!